Thema abgemacht, dass wir mal ein Seisler-Interview machen mit dem Christoph Bertschi und mit dem Andrea Glauser. Beide zusammen tun Dinge, beide spielen gegeneinander. Wer war heute besser gewesen? Ja, nach dem Resultat wir, aber von den Einzelspielern her musst du ihn fragen. Ja, also seit im 5 gegen 5 haben wir recht gut gespielt. Die ersten 12 Minuten haben wir sicher gut gespielt. Und dann haben wir uns ein Bild gestellt und haben gegen 2 Minuten genommen. Und dann sind sie da und ja, schlussendlich haben sie 4-0 gewonnen. Und jetzt ist natürlich wichtig, die 3 Punkte, die sind Gott froh, dass sie sie behalten. Ja, sowieso. Vor allem daheim haben wir uns vorgenommen, gut zu spielen. Und ist das nicht gut am Anfang, aber wie er gesehen hat, die ersten 2 Minuten ist es nicht gut gelungen. Aber wir haben zum Glück ein Powerplay spielen und dort den Unterschied können machen heute. Irgendjemand hat mir gesehen, die gegangen zwischen euch zusammen in die Ferien. Stimmt das? Ja, zwischen uns sind wir schon mal zusammen in die Ferien. Nicht unbedingt. Nein, wir sind noch nie zusammen fort. Andere Sachen machen wir viel. Was machen wir denn? Ja, im Sommer viel grillen zusammen, so den gleichen Kollegenkreis. Jetzt machen wir viel im Wochenende zusammen Sachen und schön. Wenn so zwei Dinger gegeneinander spielen, sucht man sich auch vom Misch? Nein, ich glaube, es geht eher darum, dass man der Mannschaft hilft und nicht einander probiert zu verräumen oder ein Duell eins gegen eins zu suchen. Ich glaube mehr, es ist der Mannschaftsgedanke geht vor. Bei euch auch sowieso? Ja, das ist ja so. Man hat komplett recht. Ich glaube, ja, aber es ist schön, gegen ihn zu spielen. Ich glaube, man versucht besser zu sein als der andere dort. Und, ja, heute ist es nicht gelungen, heute hat er gewonnen. Ja, jetzt kommen sie auch mit zu uns und dort werden wir gewinnen. Welcher kommt in die Playoff? Beide. Ich würde sagen, beide. Lassen wir so stehen. Merci vielmals. Top, merci. Merci, Jelle. Haben wir es gut. Nicht oben.